Schönen guten Abend. Grüß dich, bitte. Vielen Dank. Danke Ihnen. Gibt's Fragen? Ist irgendwas unklar bis hierhin? Ich frage ganz bewusst, wissen Sie, weil man von Kabarett ja inzwischen auch Antworten erwartet und ich habe 2 Jahre recherchiert, ich habe nichts gefunden, sag's gleich. Wenn Sie mit mehr Fragen aus dem Abend rausgegangen sind, als Sie reingekommen sind, dann ist viel erreicht, finde ich. Das ist das Ziel des Abends, nur dass Sie gleich Bescheid wissen. Ja? Also ja, man glaubt ja auch nichts mehr, oder? Man glaubt ja auch im Kabarett nichts mehr. Also mir schon gleich gar nicht, oder? Stellen Sie mal vor, so ein Abend hätte noch Konsequenzen. Ja, die Leute würden rausgehen und würden sagen, aber jetzt machen wir heute mal einen, ja? In Mainz, gehen wir los, ja. Und dann sagen sie, oh, es regnet draußen, ist schlecht heute, ja? Machen wir nicht, ja, nein, nein, ja. Oder dass man vielleicht noch was sprayt und sagt, komm, wir sprühen mal, ja, da machen wir mal eine Parole, ich wüsste gar nicht was, sprayen, aber ich würde es versuchen, ja. Am Ende will man die Immobilie erwerben in ein paar Jahren, dann ist das mehr wertmindernd am Ende. Ja, Kabarett, es führt zu nichts am Ende. Was ich im Kabarett erzähle, ist, er hat doch keine Konsequenzen, es interessiert doch niemanden. Ja? Das ist am Ende das, die Demokratie braucht immer eine starke Opposition, weil sie sonst der Diktatur immer ähnlicher wird. Wir sind noch 17% im Deutschen Bundestag davon entfernt. Ja, und viele reden von marktkonformer Demokratie, eine Finanzoligarchie mit demokratischen Applikationen. Das wird es eher treffen wahrscheinlich, aber es klingt so negativ. Ja, ja, danke. Ja. Und dann ist natürlich Frau Merkel an allem schuld. Ja, Frau Merkel ist doch nicht schuld am Ende, Leute. Sind wir doch mal ehrlich, die Frau hat uns durchschaut. Das ist das Entscheidende. Die hat durchschaut, dass die Deutschen die Realität gerne so hätten, wie sie sich wünschen. Und das präsentiert sie, eine Wirklichkeit, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat und sagt, alles ist gut. Und wir glauben, dass sie sagen, das wollten wir schon immer haben, Dankeschön. Ja, der Rest ist dann Symbolpolitik, wo man nicht mal weiß, wofür es ein Symbol am Ende sein soll. Weiß man ja auch nicht mehr. Ich kritisiere ja gar nicht, dass sie Politik nicht hinkriegen, aber dass sie das Simulieren von Politik schon nicht mehr schaffen. Das stimmt bedenklich am Ende. Ja, ja komm, bitte. Bitte. Und dann muss man sie im Kabarett ja aktuell auch mal loben. Auch das, die Größe muss Kabarett haben. Wenn sie sagt, wir schaffen das, dann sage ich, die Kanzlerin beweist Herzen, dann sage ich Dankeschön. Ja? Wobei ich mich frage, wie die Stimmung in Deutschland sein wird in einem halben Jahr, wenn die Millionen Flüchtlinge immer noch da sind. Ich sage immer, Deutschland war immer nur gastfreundlich, wenn klar war, dass die Gäste auch wieder gehen. Das war doch immer das Entscheidende daran. Ja? Dann ist es gescheitert. Und dass man sich vielleicht vorher auch mal an die eigene Nase fasst und sich mal überlegt, warum die Flüchtlinge zu uns kommen. Ob wir vielleicht da Mitschuld tragen. Das könnte man auch mal vorher überlegen, ob diese, der 4. größte Waffenlieferant der Welt da auch Mitschuld trägt, dass wir ganze Länder bombardiert haben seit Jahren und immer wieder nichts hinterlassen außer Chaos und dass die Menschen plötzlich zu uns kommen, dass man Diktatoren wegbombt, ohne sich vorher mal den Gedanken zu machen, was kommt danach. Diesen Gedanken könnten wir mal zulassen, ganz kurz nebenbei. Ja. Ja, und dann, danke. Ich reg mich schon wieder auf. Ja, und dann kann man immer sagen, ja, 800.000 Flüchtlinge, wir werden das integrieren können. Da sage ich, ja, wir schaffen das. Ja. Die einzige Frage ist, ob wir Horst Seehofer noch integriert bekommen. Ja. Das ist dann die große Frage am Ende. Ja. Das, ja. Ja. CSU, ja, inzwischen der politische Arm der Pegida-Bewegung. Ja. Ja, ja, danke. Es wird noch härter heute Abend, keine Angst. Ja. Ich gebe mir alle Mühe. Ja, der Asyltourismus, man spricht da immer noch von Asyltourismus innerhalb der CSU. Ja, was für ein perfides Wort, als würden da Flüchtlinge auf dem Kreuzfahrtschiff übers Mittelmeer kommen, auf der MS Asylmissbrauch, ja, an der Reling Sascha Hehn als Schlepper. Und unter Deck singt ein wunderbarer Leger, ein bisschen Spaß muss sein. Du. Das ist das, was geprägt wird am Ende. Perfid, und da heißt immer, ja, die Menschen haben Ängste. Und da sage ich, Leute, ihr habt doch die falschen Ängste. Sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn ich die Wahl habe nachts auf der Straße, zwischen 20 Asylbewerbern und 20 Skinheads. Ich weiß, was ich nehme. Ich weiß nicht. Tote durch rechtsradikalen Terrorismus in Deutschland seit 1990 156. Tote durch islamistischen Terror in Deutschland seit 1990 0. Die Chance, von einem deutschen Arschloch getötet zu werden, ist bedeutend größer als von einem islamistischen. Das ist die Realität. Ja? Ja, aber stattdessen bewahrt man sich lieber auch Mitte in der Gesellschaft diese Ressentiments, die man ja gepflegt hat über Jahre, dass man sagt, wir müssen rechtzeitig die Tür zumachen. Am Ende hast du so ein Zuhause und da hockt er bei dir auf dem Sofa. Und dann freuen sie sich mit dem wohl noch an. Und am Ende merkst du, der ist ja wie ich. Da muss man sagen, so einen hätte ich doch nie reingelassen. Ja, nie im Leben. Ich
Und ganz am Ende muss man, lasst uns das noch feststellen, am Ende von den ganzen Migrationsbewegungen, die wir momentan haben, da profitieren wir ja noch davon. Natürlich kommen mit den vielen 100.000 Flüchtlingen auch ein paar Idioten zu uns. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber wenn ich sehe, wie viele Idioten wir aus Deutschland momentan Richtung IS und Syrien exportieren, da muss man sagen, wir exportieren mehr Idioten, als zu uns kommen. Wir profitieren am Ende. Ja, das. Ja. Nein. Und der Rest ist dann Zukunftsangst, die wir haben. Das ist ja das Einzige, was uns geblieben ist, ja? Die Zukunft. Wir wollen überhaupt keine Zukunft haben, weil es eine riesige Katastrophe ist, eine Finanzkatastrophe, eine Klimakatastrophe, also besser gar keine Zukunft. Wir wollen eigentlich, dass die Gegenwart bleibt. Status quo, so wäre es gut, wenn wir das zementieren. Das ist das, was wir eigentlich wollen. Weil wir Angst haben vor dieser großen Zukunft, wollen wir lieber kein. Das Beste liegt hinter uns, das ist das Gefühl dieser Gesellschaft. Das Beste kommt noch, wäre das Gefühl einer lebendigen Gesellschaft. Und da sind wir angekommen. Und deshalb ignorieren wir dann einfach die Realität, das ist das Einfachste. Nämlich die Realität, dass 1% der Weltbevölkerung so viel besitzen wie 99% des Restes. Das ist die Realität. Und der müssen wir uns stellen. Und diesem 1% ist es einer gigantischen Lügenkampagne gelungen, den 99% zu erzählen, dass das, was im Sinne des 1% ist, im Sinne aller ist. Und wir glauben das. Ja. Das ist das. Ja. Und um Ihnen das in einer kleinen Geschichte klarzumachen, worum es da am Ende geht, erzähle ich die Geschichte von Klaus. Klaus kauft einen Gebrauchtwagen bei einem befreundeten Gebrauchtwagenhändler. Und weil er den kennt, überweist er die 1.000 Euro schon vorher. Und der Gebrauchtwagenhändler sagt, ja, dafür bringe ich dir das Auto auch persönlich zu Hause vorbei. Bei der Überführung geht das Auto aber kaputt. Und dann ruft der Gebrauchtwagenhändler voll schlechter Gewissen beim Klaus an und sagt, du Klaus, es ist kaputt gegangen unterwegs. Was machen wir jetzt? Dann sagt der Klaus, überhaupt kein Problem, du überweist die 1.000 Euro einfach zurück. Und dann sagt der Gebrauchtwagenhändler, ja, das ist das Problem, ich habe es schon ausgegeben, ich hatte Schulden, es ist nicht mehr da. Und dann sagt der Klaus, wir machen es dann so, dann bring einfach das Auto. Ja, aber das ist kaputt, Motorschaden, da kannst du nichts mehr machen. Ja, bring's trotzdem, ich verlos das. Und 2 Wochen später treffen sie in der Kneipe wieder. Und dann fragt der Gebrauchtwagenhändler, weil er so ein schlechtes Gewissen hat, fragt er den Klaus, sag mal Klaus, wie ist denn deine Verlosung gelaufen? Dann sagt der Klaus, super, super, ich habe 500 Lose zu 5 Euro verkauft. Ich habe 2.500 Euro gemacht. Minus die 1.000 Euro, die ich bei dir versenkt habe, habe ich immer noch 1.500 Euro gemacht. Und dann sagt der Gebrauchtwagenhändler, aber das Auto war doch kaputt, hat sich da keiner beschwert. Doch, der eine, der es gewonnen hat, dem habe ich das Geld zurückgegeben. Ja, aber Leute, das ist die Situation, in der wir leben. Und wir lachen jetzt drüber und morgen machen wir es wieder mit, das ganze Spiel. Es ist eine riesige Verlosung, bei der wir immer verlieren werden. Das ist das Problem am Ende. Und da stehen wir dann am Ende. Und der Rest ist dann vergessen, weil das kommt ja noch dazu, dass das, was heute ist, ja morgen vergessen ist. Wer weiß denn noch, was vor 14 Tagen war? Man hat es vergessen. Und das ist gewollt natürlich. Man will, dass wir vergessen. Bei YouTube werden jede Minute 300 Stunden Videomaterial hochgeladen. Jede Minute 300 Stunden, um das Videomaterial eines einzigen Tages anzugucken, bräuchten wir 50 Jahre. Ohne zu essen, ohne zu schlafen, ohne den Therapeuten, den wir dann nötig hätten. Machen sein Bild von der Welt, können diesem Bild aber immer weniger folgen. Und dann sagt ein YouTube-Chef neulich, wir machen Videos für Goldfische. Und da fragen sich jetzt wahrscheinlich auch, wieso für Goldfische? Ich habe es gegoogelt, weil Goldfische ein Langzeitgedächtnis von 3 Sekunden haben. Das ist das Maximum. So ein Goldfisch in so einem Glas, jetzt pass auf, dem macht das nichts aus. Der ist im Glas und dann guckt er jetzt hier raus und guckt sie an und sagt, ach guck mal, ja, nett. Ja? Und dann schwimmt er los. Und dann schwimmt er einmal Runde. Und nach 3 Sekunden kommt er genau wieder hier an und sagt, ach, guck mal, auch schön hier. Und das ist das, was die uns aus uns machen wollen. Goldfische. Wir sollen uns nicht mehr erinnern. Deshalb laufen wir inzwischen so durch die Straßen. So. Ja, das Handy ist ja nur noch da. Halb Mensch, halb Handy. So laufen wir rum. Wir sind unterwegs in die Steinzeit, aber das mit WLAN. Ja, das ist das Entscheidende. Ja, das. Ja, bitte. Halb Mensch, halb Handy, wenn du nachts früher so einen durch die Straßen laufen sehen hast, dann hast du gewusst, der ist besoffen. Heute kannst du sagen, der Akku geht wahrscheinlich zur Neige. Das ist, ja. Und dafür gibt es dann für alles eine App. Es gibt eine App, die warnt vor Straßenlaternen. Das habe ich nicht erfunden, Leute. Es gibt eine App, die warnt vor Straßenlaternen, damit die Leute nicht mehr dagegen laufen. Leute reden mit ihrem Handy inzwischen. Die reden mit ihm. Also nicht durch das Handy mit jemand anderem. Das ist oldschool. Die Älteren unter uns werden das noch kennen. Oh, sind sie aber von gestern, von vorgestern. Inzwischen redet man mit Siri. Das ist eine Spracherkennungssoftware. Stehen die Leute da mitten in der Stadt und fragen Siri, sag mal Siri, wo ist denn hier ein nettes Café?
Und dann sagt Siri, 20 Meter auf der linken Seite, Kaffee Müller. Und was müsste Siri eigentlich antworten? Mach die Augen auf, du Depp. Dann siehst du's. Was ist das? Aber das... Es wird in Zukunft für alles eine App geben. Da können wir uns ganz beruhigt zurücklehnen, geistig auch. Wir brauchen selber nicht mehr denken. Es gibt eine App, die schönsten Reisen bucht Siri für uns. Und Siri bucht auch das Hotel. Und Siri fährt für uns hin. Wir müssen gar nicht selber fahren, wissen Sie? Ja, wir arbeiten zu Hause noch eine Woche länger, damit Siri verlängern kann, wissen Sie? Ja, und es gibt eine Termin-App, das gibt's ja heute schon. Du wirst an alles erinnert. Zukunft wird das so sein. Siri wird mich an den Geburtstag von meiner Frau erinnern. Und Siri kauft auch die Geschenke. Weil Siri hat sie auch ausgesucht. Ich muss dankbar sein, wenn meine Frau aus Fleisch und Blut ist in Zukunft. Das wird so sein. Wenn wir Geschlechtsverkehr haben, dann haben wir zwei Smartphones. Die leben dann nebeneinander. Ja, und dann gibt's eine App, die heißt Fiki Fiki 24. Ja, so. Was? Ja, ja. Während ich mit meiner Frau auf dem Sofa sitze, ein Konzert von Helene Fischer anschaue, das ist dann die Romantik, die noch übrig bleiben wird am Ende. Ja? App, App, App und fertig ist der Depp. Das ist die Zukunft am Ende. Ja? Das. Ich bin noch nicht fertig, es geht noch schlimmer. Pass auf, Smart Home, das haben Sie vielleicht auch schon gehört. Das ist die Zukunft, Smart Home. Die Geräte im Haushalt kommunizieren miteinander. Der Herd und der Kühlschrank kommunizieren miteinander. Und ich frage mich, was haben sie sich zu sagen? Ich weiß es nicht. Ja? Wenn du morgens die letzte Milch aus dem Kühlschrank rausnimmst, dann meldet der Kühlschrank an die Haustür, Milch ist alle. Und wenn du morgens aus der Haustür rausgehst, dann ist so ein Display und da steht dann Milch mitbringen. Und wenn du abends zurückkommst und keine Milch dabei hast, lässt die Haustür dich nicht mehr rein. Ja. Das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Oh, großartig. Komm. Nein. Bitte. Oder... Oder der Kühlschrank schickt direkt die Haustür zum Einkaufen, das kann natürlich auch sein. Dann standen bei Rewe an der Kasse 20 Haustüren und kaufen Milch, ja? Während zu Hause Einbrecher den Kühlschrank mitnehmen, ja? Das, ja, kann alles passieren, das ist die Zukunft, ne? Alles verrückt sein, ne? Und das sind alles diese Algorithmen, von denen haben Sie vielleicht auch schon gehört. Diese Algorithmen, die das alles bestimmen. Und viele halten die Algorithmen ja für wahnsinnig intelligent. Ich sage Ihnen, Algorithmen sind wahnsinnig blöd. Die sind strunzdoof, sind die. Die können nur riesige Massen erfassen, aber selber denken können die nicht. Ein Algorithmus kann zum Beispiel ausrechnen, ich nehme jetzt Sie hier vorne, der kann ausrechnen, können Sie schon freuen, pass auf, der Algorithmus kann ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie nächste Woche einen Sechser im Lotto haben. Das kann der Algorithmus ausrechnen. Und zwar unabhängig davon, ob Sie Lotto spielen oder nicht. Das ist nämlich irrelevant für den Algorithmus am Ende. Ja? Algorithmus, das ist alles das, was zum Beispiel bei Amazon, bei der Schweinefirma, wo Sie auch niemanden bestellen, vielen Dank. Und da, ja, und da steht dann immer drunter, Kunden, die das kauften, kauften auch das und kauften auch das. Ja? Das wird die Zukunft sein. Das heißt, Männer, die mit Sabine schliefen, schliefen auch mit Claudia, Simone und Beate. Herzlich und 300 gefällt mir Angaben. Ja? Ja? Das ist, ja, bitte, das hast du doch früher nicht gebraucht. Da bist du nicht beim Metzger reingegangen, dann stand er hinterm Tresen und hat gesagt, Kunden, die Met kauften, kauften auch Salami und Bierwurst. Ja? Der wusste, was dir schmeckt. Oder beim Bäcker, da bist du doch nicht reingegangen. Da konntest du früher reingehen und sagen, Bäcker, ja, ich habe heute Mittag Geburtstag, da kommen ein paar Leute, wie viel Stückchen Kuchen brauche ich? Und dann fragt er, wer kommt? Dann sage ich, der Frieder Hannes, dann nimm 5 mehr, sagt er. Weil er sich auskannte. Heute kannst du beim Bäcker ja nichts mehr fragen. Ich stehe neulich in einer Reihe und ein Herr steht vor mir und fragt die Verkäuferin tatsächlich, was ist in dem Brötchen drin? Und sie sagt, Teig. Teig. Und dann fragt er noch, schmecken die? Und sie sagt, ich habe sie noch nicht probiert, aber der Hund isst sie gerne. Ja, so. Das ist die Zukunft, Leute. Wir werden verblödet komplett. Komm, das ist alles. Nee, das. Und dann sagen sie jetzt am Ende wahrscheinlich sich, ja, ich habe ja mit dem Computer gar nichts am Hut. Facebook und so, das fange ich mir alles gar nicht an. Da sage ich, es wird die Stunde kommen. Es wird die Stunde kommen, da sitzen Sie bei Ihrem Bankberater. Und da wollen Sie einen Kredit haben. Vielleicht, und da sagt der Bankberater, ich würde ihn geben. Aber der Computer sagt, nein, ein Algorithmus hat das ausgerechnet. Und am nächsten Tag gehen Sie zum Arzt und der Arzt sagt, ich würde Ihnen einen Herzschrittmacher einbauen. Sie haben es nötig. Ja? Aber der Computer sagt leider, nein, ein Algorithmus hat das ausgerechnet. Und die Zukunft, die ich gerade beschreibe, ist längst Realität. Das findet an den Krankenhäusern bereits statt. Die Zukunft wird das sein, dass ein Algorithmus, dass der freie Wille das sein wird, was ein Algorithmus an Wahlmöglichkeiten noch übrig lässt. Das wird die Zukunft sein. Wir werden nur noch das lesen, was Amazon empfiehlt, was wir bei Google finden und was bei Facebook geliked worden ist. Das ist am Ende die Zukunft. Und der Rest ist dann eine Matrix, die uns erzählt wird, eine Parallelwelt, in der wir leben, die letztendlich die Werbewelt erfunden hat, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Milch von glücklichen Kühen, haben Sie vielleicht auch schon gehört.
Es macht eine Kuh nicht glücklich, dass sie ihr ganzes Leben schwanger sein muss, um Milch zu geben. Das macht nicht glücklich. Oder ich esse, warte mal, lass mich noch mal fertig sagen. Ich esse Fleisch, nur wenn ich weiß, wo es herkommt. Ja, vom toten Tier, das kann ich dir garantieren. Oder umweltfreundliche Autos, das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Wissen Sie, was ein umweltfreundliches Auto ist? Fahrrad. Ein Auto ist nicht umweltfreundlich, noch nie gewesen. Und das Gleiche findet doch in der Klimapolitik genauso statt. Da wollen wir ja einfach nicht wahrhaben, dass wir auf das Ende zurasen. Dass wir diese Erde aufhitzen und aufhitzen, bis am Ende nichts mehr davon übrig ist. Die Millionen Flüchtlinge, die aufgrund der Klimakatastrophe kommen, die sind ja noch nicht mal unterwegs. Aber wir wollen das nicht wahrhaben. Weil Politik und Wissenschaft, die saßen zusammen und haben die Wissenschaftler gesagt, wir haben es inzwischen rausgefunden, der Mensch ist verantwortlich. Und es gibt nur drei Möglichkeiten, wie wir das Ganze stoppen können. Weniger Fleisch essen, weniger fliegen und weniger Auto fahren. Es ist ganz einfach und da hat die Politiker gesagt, das können wir dem Wähler nicht erzählen. Jetzt haben wir ihm jahrelang Wachstum gepredigt, jetzt soll er plötzlich verzichten. Das kriegen wir nicht hin. Und da haben sie gesagt, dann machen wir doch einen Deal, wir machen einfach Emissionshandel, wir machen es ganz einfach. Alle Länder der Erde dürfen gleich viel verbrauchen, ist das nicht super, das klingt doch nach Gleichheit. Und die, die weniger verbrauchen, dürfen das, was sie weniger verbrauchen, an die verkaufen, die mehr verbrauchen. Ist das nicht super? Und dann hat irgendeiner gesagt, verbrauchen wir dann am Ende nicht sogar noch mehr? Ballern wir dann diese Erde nicht noch früher zugrunde? Und dann sagen die, ja, das ist das Problem der zukünftigen Generation. Der jetzige Wähler interessiert sich dafür nicht. Und da leben wir, in diesem Moment. Und so werden wir am Ende vor Straßenlaternen laufen, wenn wir kein Handy mehr haben. Wir fahren mit dem Navi in Seen hinein. Ja, weil wir es nicht mehr nötig halten, aus der Windschutzscheibe herauszugucken. Ja. Die moralische Bildung beziehen wir aus dem IKEA-Katalog und am Ende werden wir dastehen und werden Siri fragen und werden fragen, Siri, wer bin ich? Und Siri wird antworten, frag den Kühlschrank, du Depp. Falls er zu Hause ist. Ja. So. So kam ich unter die Deutschen. Ich erwartete nicht viel und war gefasst, noch weniger zu finden. Aber wie anders erging es mir. Barbaren von alters her, durch Fleiß und Wissenschaft, ja selbst durch Religion barbarisch geworden, tief unfähig jeden göttlichen Gefühls, eine Schande für jede gut geartete Seele. Ich sag's nicht gern, doch tue ich's, weil es die Wahrheit ist, ich kann kein Volk mehr vorstellen, das zerrissener wäre als die Deutschen. Arme und Beine und alle Glieder liegen zerstückelt umher, während langsam dem Leib das Blut des Lebens auszufließen droht. Hyperion von Friedrich Hölderlin, 1789. Aber der ist damals schon für verrückt erklärt worden. 20 Minuten rum, Stimmung im Eimer. Stimmung! Los, lass gucken! Liebe Freunde, wir schalten live in die Stadthalle nach Leiblingen, wo eines der großen deutschen Unternehmen gerade seine Jahreshauptversammlung abhält. So, herzlich willkommen. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bäckerei Häberle, ich freue mich, dass ihr euch in der Stadthalle so zahlreich eingefunden habt. Wir wollen heute auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, uns aber auch auf kommende Aufgaben vorbereiten. Und da steht vor allem im Januar ein großer Umbau an. Ich weiß nicht, ob es schon alle mitbekommen haben. Wir wollen in der Backstube in Unterleiblingen die Brezelknetfläche von der linken auf die rechte Seite machen und dafür die Hörnchenwickelmaschinen von der rechten auf die linke Seite machen. Herzlichen Glückwunsch wollen wir heute aber auch sagen der Melanie. Melanie, komm, stand einmal auf, zeig dich einmal. Jetzt guckt sie mich an, zeig dir einmal die Melanie. Ja, großen Applaus, die Melanie. Ich danke dir. Was für gut. Die Melanie, 50 Jahre im Dienste der Bäckerei Häberle. Großartig. 50 Jahre hinterm Tresen, 50 Jahre Dienst am Kunden sind auch nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Aber, liebe Freunde, wir wollen uns auch fit machen für die Zukunft heute hier. Und ich habe im letzten Jahr einen Kurs besucht in Stuttgart zum Thema Benchmark-Bäckerei vom Brezelmacher zum Global Player. Ich bin jetzt sozusagen CEO im Bereich Bake und Cake. Und liebe Freunde, mir sind einige Sachen aufgefallen, die ich hier ansprechen möchte. Ich weiß nicht, ob schon alle mitgekriegt haben, wir haben in der Backstube in Unterleiblingen den Lebensmittelkontrolldienst da gehabt. Und ich sage es jetzt ganz unter uns, wir dürfen künftig die Reste von der Betriebsfeier am nächsten Tag nicht in der Pizzatasche verwenden. Ja, nur, dass sich das alle vielleicht nochmal merken. Ja? Dadurch hängen wir natürlich die Kredibilität beim Customer verloren. Ich sage es gern nochmal, weil einige ungläubig gucken, wir hängen die Kredibilität beim Customer verloren. Oder um es mit deinen Worten zu sagen, Hans, wir hängen es bei den Leuten verschissen. Ja? Und dadurch ist die Bäckerei Häberle von einigen Ratingagenturen von AAA auf BB heruntergestuft worden. Außerdem haben wir festgestellt,
dass die Bäckerei Schwäble in Schwabhausen unsere Zwetschgeküchle kopiert hat, was uns zur Erkenntnis geführt hat, dass wir einen Whistleblower in der Backstube haben. Ich sag's gern nochmal, wir haben einen Whistleblower in der Backstube und ich guck dich nicht an, Melanie. Ja? Liebe Freunde, wir müssen uns der Zukunft stellen. Wir haben im letzten Monat den Break-Even-Point im Cashflow beim Business-to-Business nicht erreicht. Ja, ich sag's gern nochmal, wir haben den Break-Even-Point im Cashflow beim Business-to-Business nicht erreicht. Oder um es mit deinen Worten zu sagen, Hans, wir haben die Kacke am Dampfen. Und da werden jetzt viele sagen, ja, da muss die Bäckerei Häberle kleinere Brötchen backen. Sie muss den Sand in den Kopf stecken, aber ich sage euch, Freunde, die Krise ist eine Chance zum Relaunch der Marke Häberle. Der Bürgermeister hat es mir nochmal bestätigt, die Bäckerei Häberle ist mit ihren Filialen in Unter-, Mittel-, Hinter- und Vorder-Leiblingen für Leiblingen unverzichtbar. Wir sind im Prinzip too big to fail, Freunde. Ja, ja, Leute, Leute, wir... Jetzt bitte, wir müssen uns doch der Zukunft stellen. Coffee to go or not to go, das ist die Frage. Und da ist keine heiße Tasse Kaffee mehr gemeint, da kannst du niemand mehr hinterm Ofen vorlocken. Ja? Das ist ein Fairtrade Latte Macchiato Double Flip Coffee Flavored muss das sein. Ein Double Flip Coffee Flavored, um uns mit deinen Worten zu sagen, Hans, im Prinzip lauwarme Milch im Pappbecher. Das ist, was die Leute wollen. Sie wollen ein Coffee Flavored Double Flip Latte Macchiato. Im Pappbecher, und zwar im Wifi. Das wollen Sie mit Wifi. Heute ist Wifi. Die Oma Erna möchte doch heute vor der Filiale stehen und möchte im Wifi ihren Latte Macchiato herunterladen. Das ist doch Lebensqualität. Der Laden ist heute kein Place to stay mehr, sondern ein Place to be. Ein Place to be, to buy coffee to go. Hallo, Logo. Hallo, Logo. Freunde. Und bitte beruhigt euch, ja? Wir müssen uns auch der Konkurrenz im Ort stellen. Ich sage immer, wenn die Tankstelle im Ort weiterhin Brötchen verkauft, dann werden wir künftig zu jedem Einkauf über 10 Euro einen 5 Liter Dieselkanister to go mit anbieten. Und wenn die weiterhin Kaffee ausschenken, dann werde ich voraussagen, dass der Azubi künftig in der Backstube einen LKW-Ölwechsel anbietet. Freunde, ich möchte jetzt uns fit machen für die Zukunft und eröffne die Diskussion für ein Brainstorming. Ein Brainstorming, wie die Zukunft der Bäckerei Häberle aussieht. Ein Brainstorming, oder um es mit deinen Worten zu sagen, Hans, alle schwätzen durcheinander und keiner hört zu. So, wie sieht es, und kommt mir nicht mit so einer blöden Idee, dass wir im Backstore eine Chill-Out-Area einrichten, wo Oma Erna im Sitzsack sitzend im WLAN ihren Coffee Latte Macchiato in den Herzschrittmacher direkt runterlädt. Ja, Melanie? So machen wir's. Gute Idee. Wir machen die Brezler halber Preis ab Samstag, dann kommen die Leute wieder. Und was ich noch sagen wollte, im Foyer findet eine große Verlosung statt. Lose zu 5 Euro. Wir verlosen einen niegelnagelneuen Gebrauchtwagen. Ja? Also viel Spaß. Danke euch. Danke euch. Ja, wie ist es dann am Ende? Was bleibt dann übrig von uns am Ende des Tages? Was bleibt übrig? Am Ende bleibt von uns der Konsument übrig. Das ist das, was vom mündigen Bürger übrig bleibt, der Konsument. Wobei der mündige Bürger ja schon gelogen ist. Das hat die Industrie ja erfunden, um uns die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ja, der Bürger und der Kunde ist ja mündig. Ist er aber schon längst nicht mehr, oder glauben Sie noch an den freien Willen in irgendeiner Weise? Das ist längst vorbei. Sie wollen uns nur die Schuld in die Schuhe schieben, dass wir den Müll auch kaufen. Und zwar so viel. Und der Satz des Kunden ist dann immer, da kannst du nichts falsch machen. Haben Sie auch schon gesagt, oder? Kannst nichts falsch machen. Meist hast du dann schon was falsch gemacht. Hast du bei Ikea so ein 1000er-Pack Teelichter mitgenommen, von denen du 2 benutzt und der Rest kommt in die Schublade. Und über Sommer klumpt es dann zu so einem Wachsklumpen zusammen. Ich bin nicht der Einzige, der Erfahrung gemacht hat. Das freut mich. Ja? Und im Herbst versuchst du dann 2 wieder abzubröckeln, bevor du den Rest wegschmeißt. Ja? Ja, es wird produziert, um weggeschmissen zu werden. Das ist das System. 80% aller Produkte weltweit werden nach einmaliger oder keinmal benutzen weggeschmissen. 80%. Sie produzieren Müll und Sie wissen, dass es Müll ist. Aber Sie sagen, für den Müll müssten wir selber für die Entsorgung bezahlen. Wir haben einen Idioten gefunden, der uns Geld dafür zahlt, dass es er wegwirft. Das ist das Prinzip. Kannst nichts falsch machen. Dann sitzt der mündige Bürger da und frisst Burger in Schweinegröße und trinkt aus Bechern, die eigentlich Eimer heißen müsste. Ja, und die Frage ist doch nicht mehr, ob es schmeckt, sondern ob man es irgendwie runtergewirkt kriegt. Gehst du zu McDonald's, da kannst du nichts falsch machen. Ja, das ist weltweit der gleiche menschen- und tierverachtende Fraß. Ich habe neulich einen gesehen, der hat die Verpackung mitgegessen, weil es gleich schmeckt. Ja, weil es keinen Unterschied macht am Ende.
So stehen wir, komm, ich kannst nichts falsch machen. Das ist für die Leute, die im Leben nichts mehr erwarten. Bei dem Preis kannst du nichts falsch machen. Du hast einen Pulli bei Kick für 10 Euro gekauft, der unter menschenverachtenden Bedingungen in Bangladesch hergestellt worden ist. Und dann höre ich schon den Nächsten, der sagt, ja, ich kaufe meinen Pulli bei Gucci, da kostet 100 Euro. Sag ich, du bist der viel größere Idiot, weil es der gleiche Pulli ist. Der kommt aus der gleichen Fabrik. Nur, dass Gucci ihr Logo drauf gemacht haben. Der Unterschied zwischen Kick und Gucci, der ist marginal. Um einen Umsatz auf 100 Euro zu machen, muss Kick nur 10 Kunden finden, die arm genug sind, die sich nicht mehr leisten können als einen Pulli für 10 Euro. Während Gucci nur einen Deppen finden muss, der für den gleichen Pulli 100 Euro bezahlt. Das ist die Wahlfreiheit, die wir am Ende noch haben. Ja, vielen Dank, ich höre das, wenn einzeln geklatscht wird. Sie können zu Hause auch klatschen, ich freue mich wirklich an so einem Moment. Ja. Kannst nichts falsch machen, das ist für die Leute, die nichts erwarten. Nimmst du die Merkel zur Kanzlerin, da kannst du nichts falsch machen, komm. Oder morgens aufstehen, da kannst du auch nichts falsch machen. Ja. Dann einen Kaffee, dann kacken, du kannst da nichts falsch machen im Prinzip, oder? Einmal im Monat Sex kannst du auch im Prinzip nichts falsch machen. Ne? Und einmal im Jahr fährt man dann in Urlaub 3 Wochen mit TUI nach Uganda, da irgendwo in Ägypten, in so eine Bettenburg mit 1000 anderen Deutschen. Und abends gibt's Rippchen und Sauerkraut. Da kannst du nichts falsch machen. Kommen sie zurück und sagen, zu Hause ist doch am schönsten. Sag ich, warum fahrt ihr dann weg, wenn es zu Hause am schönsten ist? Bleib doch dann zu Hause einfach mal. Ja, und dann schicken sie am Ende, kriegen sie noch 30% vom Reisepreis wieder, weil sie das Bild von einer schimmeligen Dusche einschicken. Gut, das war die Dusche von zu Hause, aber das hat bei TUI niemand interessiert. Ja. Reg mich schon wieder auf. Ja. Das ist alles so eine große Lüge. Ja. Was soll man denn noch kaufen? Ja? Und da heißt ja, wenn mit der Masse dessen, was wir herstellen, wenigstens die Qualität sich steigern würde. Aber das Gegenteil ist doch der Fall. Ich sehe neulich in der Dokumentation so einen norwegischen Fischer, der steht in seinem Boot mit so einem riesen Fisch und dann sagt er tatsächlich in die Kamera, der Fisch ist von so schlechter Qualität, der ist zum Essen nicht geeignet, der geht in den Verkauf. Das ist die Realität. Und dann wehrt sich die Industrie seit Jahren dagegen, dass auf der Verpackung das draufsteht, was drin ist. Mit der Begründung, weil dann kauft es der Kunde nicht mehr, wenn er weiß, was drin ist. Ist das nicht symptomatisch für diese Zeit? Wissen Sie, wie Cranberries hergestellt werden? Sich da mal Gedanken gemacht, weil Cranberries, wenn die ja unterschiedlich geerntet werden zu unterschiedlichen Zeiten, dann würden die ja unterschiedlich schmecken, aber die müssen ja immer gleich schmecken. Für Cranberries ist es ganz verrückt, da gibt es eine Maschine und die werden einzeln aufs Rollband, dann wird die einzeln in der Mitte geteilt, jede Beere einzeln und dann wird alles rausgepult, was Geschmack hat. Und das wird dann aufgefüllt mit einer Mischung aus Zucker und Geschmacksstoffen, dass es immer nach Cranberry schmeckt. Deshalb gibt es Cranberries mit Cranberry-Geschmack, was ja Wahnsinn ist. Ich hätte nie gedacht, dass es sowas geben mal wird, oder? Himbeerjoghurt, wissen Sie, wie das hergestellt wird? Es steht natürliche Aromen drauf, das ist ein Schimmelpilz. Der wird angesetzt. Das ist ein Schimmelpilz und der wird so lange gezüchtet, bis er nach Himbeere schmeckt. Jeden Morgen, wenn ich im Hotel in die Dusche steige und unten den schwarzen Rand sehe, denke ich an den Joghurt, den ich beim Frühstück hatte. Sie jetzt auch, ja? Herzlichen Glückwunsch, ja? Da sind wir, ja? Kannst nichts falsch machen, ne? Und am Ende wird uns Zeug verkauft, was kein Mensch braucht. Ein 72-Stunden-Deo. Es gibt ein 72-Stunden-Deo. Ich weiß, wer braucht ein 72-Stunden-Deo? Das hieß früher Duschen. Wann brauchst du ein 72-Stunden-Deo? Ja, beim Flugzeugabsturz über Brasilien. Wenn du dich dann alleine durch den Busch schlägst 3 Tage lang und dann kommst du bei einer Menschensiedlung an und dann ist der erste Gedanke bestimmt, dass man sagt, oh, so kann ich mich da nicht blicken lassen. Ja? Hätte ich jetzt das 72-Stunden-Deo? Ja, was es gibt. Es gibt ein Rewe to go. Es gibt ein Rewe to go, da kannst du reingehen und kannst die Produkte, die drin sind, mitnehmen. Stellt euch das mal vor, das war doch früher undenkbar. Und das Neueste ist Zalando. Das glauben Sie nicht und das ist wirklich wahr. Zalando plant jetzt eine Revolution, weil Zalando ist ja so wahnsinnig praktisch. Ich weiß nicht, ob Sie schon mitbekommen haben. Da kannst du ja zu Hause am Computer die Schuhe bestellen. Und dann bestellst du die und dann kommt 2 Tage später der Postbote und du bist natürlich nicht zu Hause und deshalb bringt er das auf die Poststation. Und dann musst du am Samstag, wenn du mal Zeit hast, musst du an eine Poststation laufen und da ist eine halbe Stunde Schlange, weil die anderen Zalando-Kunden alle vor dir stehen. Und dann stehst du da eine halbe Stunde und hast du das Paket und dann läufst du damit nach Hause und dann probierst du an und merkst, sie sind zu klein und dann musst du am nächsten Samstag wieder in die Poststation, wieder eine halbe Stunde, weil alle das Ding zurückbringen. Es ist so wahnsinnig praktisch. Ja? Oder der Postbote bringt es beim Nachbarn vorbei, ja? Der immer zu Hause ist, wenn der Postbote kommt, aber wenn man selber vorbei ist, er 3 Wochen auf Geschäftsreisen. Das, ja. Und da plant jetzt Zalando, Sie werden es nicht glauben, schnallen sich fest, was ganz Revolutionäres. Die wollen jetzt in Innenstädten Läden eröffnen. Das wird die Zukunft sein. Man wird durch Innenstädte laufen und dann sind rechts und links wahrscheinlich Läden. Und dann ist da so ein Schuhladen und dann kannst du da reingehen. Und dann kannst du die Schuhe anprobieren. Und wenn sie passen, dann werden die verpackt und der Postbote bringt sie 2 Tage später, wenn er nicht zu Hause... Ja. Das? Ja. Das ist, ja. Das ist.
Was es nicht alles gibt, Funktionshosen, es gibt Funktionshosen. Ich denke, was soll die Funktion von Hosen sein? Ja, dass sie die Beine bedecken, natürlich. Gerade bei Männern sehen die Beine oft sehr schlecht aus. Ja? Auch bei mir, die sind so lang und so dünn und da sind so Mozzarella-Sticks und da hängen so Haare dran. Und das ist schön, mit Hosen geht's, finde ich, mit Hosen geht's. Ja? Ja, intelligente Socken lese ich neulich. Was soll das? Intelligent, haben wir intelligente Socken oder was? Da sitzt man mit Freunden in der Kneipe und da sagt einer, wer redet denn da? Und dann sage ich, ah, das sind meine intelligenten Socken, die haben heute ihren Hegelabend zum deutschen Idealismus. Und dann sagt er, ah, oh, und ich habe meinen philosophischen Schlüpper an, das trifft sich ja gut. Der studiert an der Fernuni in Witten Philosophie und der steckt noch bei Kant fest und da können sich Kant und Hegel unterhalten, während wir oben verblöden, während wir gegen Straßenlaternen laufen. Ist das, und am Ende verkauft uns der Kapitalismus das Allerbeste, das ist nämlich die Abkehr vom Kapitalismus, das verkauft er uns auch noch, nämlich 2 Wochen im Kloster, ohne Handy, ohne Computer, bei Brot und Wasser für 3000 Euro. Herzlichen Glückwunsch. So doof musst du sein. So doof musst du sein. Herzlich. Dann bleibt am Ende die große Frage übrig, ja? die sich viele stellen oder alle stellen. Wie lange können wir uns diesen Wohlfahrtsstaat in diesem Land noch leisten? Obwohl wir so viel Geld eigentlich haben zum Ausgeben. Aber wie lange kann man sich noch leisten? Und ich sage, es ist die falsche Frage, Leute. Der Wohlfahrtsstaat ist nicht das Problem. Ja? Die Leute, die wenig haben und zu wenig haben, sind nicht mein großes Problem. Mein größtes Problem sind die Leute, die von allem zu viel haben, die glauben, dass alles käuflich ist. Die machen mir viel mehr Sorgen. Ja? Uli Hoeneß hat an einem Tag 1 Million verzockt. An einem Tag 1 Million, das schafft unser einer nicht mal im Monat, wissen Sie? Das sind die Unterschiede am Ende. Ja? Das Geld ist moralisch zersetzend für eine Gesellschaft, das müssen wir uns vor Augen halten. Kindergärten haben die Erfahrung gemacht in den letzten Monaten. Die haben, weil die Eltern immer zu spät kommen und die Kinder nicht abholen, dann müssen die Kindergärtnerinnen, die eh so schlecht bezahlt werden und die zurecht streiken. Es ist symptomatisch, nur ganz nur nebenbei, symptomatisch, dass in dieser Gesellschaft ja, die Menschen, denen wir unsere Kinder anvertrauen, schlechter bezahlt werden als die, denen wir unser Geld anvertrauen. Ne? Das ist symptomatisch. Ja? Nur ganz nebenbei. Und da die Kindergärten das Problem hatten, dass die Eltern zu spät kamen, haben die Gebühr eingeführt. Gebühr 10 Euro pro 10 Minuten. Und was war die Folge? Die Eltern kamen noch später, weil sie gesagt haben, wir bezahlen ja dafür. Das macht das Geld aus uns am Ende. Rücksichtslose Wesen am Ende, das ist das Entscheidende. Das ist das Goldman Sachs Prinzip. Ich weiß nicht, ob Sie von dem schon gehört haben. Das ist das Bankenspiel. Die setzen eine Pistole auf die Brust und die sagen, komm, wir spielen das Bankenspiel. Kopf oder Zahl. Bei Kopf gewinnen wir und bei Zahl verlierst du. 50-50 Chance, komm. Und wir spielen das mit. Man hat in der Immobilienkrise in Spanien hat man eine Sache später gemerkt. Man hat damals die Banken gerettet und man hätte mit dem Geld, was man für die Banken gegeben hätte, hätte man auch den kleinen Leuten das Geld geben können. Die hätten damit ihre Kredite ablösen können, hätten ihr Häuschen behalten können und die Banken wären auch gerettet gewesen. Das ist möglich. Das hat man aber nicht gemacht, weil man sagt, Staaten und Banken sind systemrelevant, aber doch nicht der Mensch am Ende. Und das ist das, was am Ende übrig bleibt. Und da muss man sich eins vor Augen halten, dass Armut gewollt ist in dieser Gesellschaft inzwischen. Das müssen wir, es wird nicht Armut bekämpft, sie wird gefördert. Armut ist ein Geschäftsmodell. Menschen in ungleichen Gesellschaften, die arbeiten 500 Stunden im Jahr länger als in gleichen Gesellschaften. Und das ist wichtig, dass du ein Heer von Armen hast, dass die Leute, die Arbeit haben und die im Wohlstand sich bräsig gemacht haben, immer einen haben, auf den sie herunterblicken können und sagen, oh Gott, so will ich nie werden. Lass mich nur schuften, lass mich nur in diesem Hamsterrad weiter drehen, ich werde es weitermachen. Und dann werde ich zornig in so einem Moment. Und auch traurig gleichzeitig, weil man sich an dieses System und an diese Zustände einfach gewöhnt hat. Und warum stehe ich hier? Weil ich mich einfach daran nicht gewöhnen will. Das ist der Grund, dass ich einfach sage, wir müssen uns das Gewöhnen abgewöhnen. Und jetzt wird es nicht lustig, ich kündige es gleich an. Das Programm heißt hoffnungslos optimistisch und viele fragen mich, warum heißt es denn so? Was macht dich denn noch optimistisch? Sage ich, das Einzige, was mich optimistisch macht, ist, dass die Hoffnungslosigkeit immer mehr um sich greift. Dass die Menschen vielleicht mal dazu kommen, darüber nachzudenken, wenn die Hoffnung. Ich bin eigentlich privat ein ganz lustiger Typ. Sie glauben, Sie nicht, aber ist mir wurscht. Ich will mich nicht gewöhnen. Ich will mich nicht gewöhnen, dass Deutschland Teil einer Kriegsmaschinerie ist. Ich will mich nicht gewöhnen, wenn der Spiegel schreibt, dass Deutschland endlich in der Normalität angekommen ist, wenn er sich an internationalen Kriegseinsätzen beteiligt. Die Beteiligung an Kriegen darf nie Normalität werden. Ich kann es nicht glauben, dass Verteidigungsministerin von der Leyen auf die Frage eines Journalisten, ob denn eine Fußball-WM 2018 in Russland tatsächlich denkbar wäre, antwortet, Deutschland wird auf jeden Fall schießendes Personal schicken. Das ist nichts anderes als die Verharmlosung des Krieges. Ich will mich nicht gewöhnen, dass in diesem Europa das Recht des Stärkeren gilt, wenn Hunderttausende der Zugang zu Gesundheit, Bildung und einem würdevollen Leben einfach verwehrt werden.
Ich will mich nicht daran gewöhnen, dass die Würde des Menschen antastbar ist. Denn die Würde des Menschen steht tagtäglich zu Zehntausenden bei der Tafel an, um unsere Reste zu essen. Die Würde des Menschen krepiert vor Lampedusa und die Würde des Menschen stirbt im Krieg. Und zwar in jedem Krieg. Weil der Krieg keine Würde kennt, nicht die der Täter und auch nicht die der Opfer. Ich will mich nicht an die Barbareien der globalisierten Welt gewöhnen. Die Ausplünderung armer Länder, die Waffenlieferung, die Unterstützung brutalster Despoten und Diktatoren. Ich will mich nicht flüchten in den Zynismus derer, die rufen, da kannst du nichts machen. Das war schon immer so. Ich möchte mich nicht abfinden, dass es so etwas wie Alternativlosigkeit gibt, weil es immer Alternativen gibt, weil es das Wesen der Demokratie ist, dass es so etwas gibt wie Alternativen. Und ich möchte nicht in einer Welt leben, in der man tatsächlich glaubt, wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht. Und ich möchte nicht in einer Welt leben, in der Menschen, die solche Gedanken haben, als Gutmenschen verspottet werden und verächtlich gemacht werden, ausgerechnet von denen, denen der Zynismus jegliche Empathie so zerfressen hat, dass sie ihre eigene Herzlosigkeit nur ertragen können, indem sie andere verächtlich machen. Ich möchte nicht, dass die Deutungshoheit über die Moral bekommen, die keine haben. Es gibt die Unschuld des Nichtwissens nicht mehr. Wir wissen, dass der Wohlstand auf Unrecht aufgebaut ist. Wir wissen, dass wir die Erde zerstören und wir können auch längst nicht mehr ignorieren, dass andere arm sind, weil wir reich sind. Wir werden uns nicht rausreden können mit dem immergleichen, davon haben wir nichts gewusst. Nein, wir werden es gewusst haben. Und ich frage mich am Ende, was wird man über uns sagen in 20, 30 Jahren? Wer werden wir gewesen sein? Die, die zugeschaut haben, wie schon so oft, werden wir die gewesen sein, die einfach weitergemacht haben, weil es so bequem war? Oder werden wir die gewesen sein, die gerade noch mal rechtzeitig die Kurve bekommen haben und die Reißleine gezogen haben, als es noch nicht zu spät war? Ich bin mir nicht sicher, aber eins weiß ich gewiss, Siri hat darauf keine Antwort. Halleluja! Halleluja, Freunde! Und so lasset uns gemeinsam danken. Danken, dass wir die Guten sind, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Danke, dass wir in dieser Globalisierung, in dieser Nahrungskette, die wir Globalisierung getauft haben, ganz oben stehen. Lasst uns dafür dankbar sein. Und lasst uns glauben, dass Wachstum alles ist und dass Wachstum das Problem und die Lösung ist. Lasst uns das einfach glauben. Halleluja, Freunde! Lasst uns so naiv sein. Ja, und lasst uns die Müllabfuhr an amerikanische Großkonzerne verkaufen und die Wasserwerke, auf das wir Wasser bei ihnen kaufen und hoffen, dass sie den Müll abholen. Und wenn wir am Ende auch noch die Kläranlagen privatisieren, dann werden wir nicht mal mehr umsonst scheißen gehen dürfen. Wir werden frei sein. Frei von Grundrechten und frei von dieser Freiheit, die uns immer nur belastet hat. Mit so leidigen Fragen wie, gibt es ein gutes Leben und gibt es ein richtiges Leben und was trinkt man nachher noch im Foyer? Halleluja. Die grauen Herren aus Momo haben längst gesiegt. Das ist die Wahrheit. Geld heiligt die Mittel. Geld hilft uns. Geld hilft uns, die Flüchtlinge vor Lampedusa verrecken zu lassen. Und Geld hilft uns, das Mitleid darüber nicht allzu groß werden zu lassen. Denn wenn Gott gewollt hätte, dass der Afrikaner zu uns kommt, dann hätte er ihn schwimmen gelehrt. Halleluja. Halleluja. Lasst uns rufen gemeinsam. Halleluja. Und alle mit über 50.000 Jahreseinkommen. Halleluja. Und alle über 80.000. Halleluja. Jetzt bin ich gespannt. Und alle über 100.000. Halleluja. Guck, es sind immer noch welche dabei. Halleluja, Freunde. Und so lasset uns beten gemeinsam aus dem Buch Goldman Sachs, Freunde, das unsere neue Bibel ist. Lesung aus dem Buch Goldman Sachs. Und am ersten Tag schuf Gott die Gier. Und es begab sich, dass sich zu dieser Gier auch noch die Skrupellosigkeit und die Gleichgültigkeit gesellten. Und der Himmel öffnete sich und es erschien ein Licht und ich rief, Vater, Vater im Himmel, was hast du uns zu sagen? Und der Herr rief, Seitenbacher, Seitenbacher Müsli. Hast du schon das neue Seitenbacher Bergsteiger Müsli probiert? Das ist gut für die Verdauung. Aber ohne meinen Altur sage ich nichts. Das ist unser Glaubensbekenntnis. Wir glauben an den freien Markt und die Selbstreinigungsmechanismen dieses Marktes. Wir fluten die Welt mit Geld. Das ist unsere neue Sinnflut. Auch du, Aldi-Verkäuferin, kannst dir ein Penthouse auf den Malediven leisten. Auch wenn du nicht weißt, was ein Penthouse ist und wie Malediven schmecken. Und merket euch eins, ein für alle Mal, selbstgemachte Geschenke sind scheiße. Das will keiner, auch zu Weihnachten nicht. Oma will ein iPad, auch wenn sie das Tablet nachher als Tablett benutzt. Und Opa will schnelles Internet, auch wenn er am Krückstock geht. Halleluja! Halleluja! Nehmt sie aus, die Armen und die Dummen, denn sie wissen nicht, was ihr tut. Lasst uns dankbar sein, dass wir die Guten sind. Danke, dass wir mit diesem adipösen Wohlstandsmüll, der sich am unteren Rand der Gesellschaft gebildet hat, wie alte Fettreste im Siphon, nichts zu tun haben. Wie kriegen wir in ihren Dickschädel hinein, dass wir sie uns einfach nicht mehr leisten können? Und wie schaffen wir es, dass die ganze dritte Welt nicht zu uns kommt?
Denn wenn sie es alle satt haben, hungrig zu sein, dann werden sie alle kommen. Und was sollen wir mit denen allen anfangen? Die wollen ihr Stückchen vom Kuchen beanspruchen. Wie kriegen wir in ihren Dickschädel hinein, dass der Kuchen nicht für alle reicht? Und dass wir hier auch nicht im Paradies leben. Dass hier bei uns die Brücken auch marode sind. Und wir nicht überall WLAN haben. Und der HSV immer noch in der Bundesliga spielt. Halleluja. Und so lasst uns zum Abschluss gemeinsam bitten. Liebe Freunde, Halleluja. Bitte Gott, mach, dass wenigstens alles bleibt, wie es ist. Denn da, wo sich alle bereichern, werden doch alle reich. Und da, wo alle auf Kosten anderer leben, da zahlt doch keiner die Kosten. Bitte, Herr, mach, dass wir unsere Hände weiterhin in Unschuld waschen dürfen. Und mach am Ende bitte eins, dass wenigstens der HSV in dieser Saison absteigt. Halleluja. Gute Nacht, Leute. Halleluja. Bitte, ich möchte Sie natürlich nicht so depressiv nach Hause schicken, dass Sie sagen, ja, Sie sollen nach Hause gehen und sagen, beim Sieber, da kann ich nichts falsch machen. Da kann es im Prinzip immerhin, oder? Und deshalb zum Abschluss, zum ersten Mal, ich mit Gitarre, ich bin auch schon ganz aufgeregt. Drücken Sie mir die Daumen. Warum fällt die Stulle immer auf die Butter? Und warum wohnt der Dieter noch bei Mutter? Warum reden Politiker denn nur und hat die Zukunft noch Futur? Auf alles gibt's eine Antwort, die besticht. Ich hab sie nicht. Warum hat der Papst ein Doppelbett? Warum sind arme Kinder fett? Warum sind die Börsen so allmächtig und der Mensch so wenig wichtig? Einer brüllt, Europa ist toll. Die Schnauze voll hat Nicole. Ich wäre kein Che Guevara oder Martin Luther King. Am liebsten wäre ich Gandhi oder Huckleberry Finn. Doch ich gestehe, dass ich nur eine große Klappe hab. Ich trinke den Kaffee schwarz, aber den von Hack. Ich wäre gern Snowden, Dutschke oder Revolutionär. Leider tue ich mir mit Veränderungen schwer. Ich sitze hier und red vom großen Rundumschlag. Stattdessen rieste ich fürs Alte und hab nen Bausparvertrag. Und auch nen Porsche mit Anhängerkupplung. Da hängen wir hinten den Wohnwagen dran und dann fahren wir 3 Wochen nach Schweden. Nur wir und die Mücken, es ist so großartig. Sozialkritik, die zahlt sich aus. Dadurch hab ich volles Haus. Nieder mit dem Kapital ist meine Parole. Damit verdiene ich einen Haufen Kohle. Hungersnot, das ist nicht nett. Doch meine Wohnung hat Parkett, die Zukunft schwarz gemalt, die Yacht ist noch nicht abbezahlt. Die Welt geht unter, aber ich hab mich vergewissert. Die Welt geht unter, aber ich bin gut versichert. Sozialkritik, die zahlt sich aus, dadurch habe ich volles Haus. Ich kämpfe für die Reformidee und heimlich wähle ich FD. Nee, so weit geht's dann doch nicht. Gute Nacht, ich danke euch. Vielen Dank, gute Nacht.